Peter, Paulus und Paulus beschweren können. Ihnen wäre keine Gelegenheit geboten. Es liegt nur an uns. Wir haben einfach dem allen keine Beachtung geschenkt. Wir haben die Zeit an uns verfliegen lassen, weil wir nicht damit gerechnet haben wollen, zumindest im Bewusstsein, eines Tages vor Allah subhanahu zu stehen. Wir haben nur an uns gedacht. Und das Schöne dieser Welt, endlich Arbeit, endlich Geld verdienen, endlich Auto kaufen, endlich heiraten, endlich Kinder, endlich Rentner, dann endlich der Tod. Und was hat es gebracht, das Leben? Sinnlos. Sinnlos. Wenn man diese Menschen draußen anschaut, die sinnlos umherwandern. Sinnlos. Was für einen Sinn hat ihr Leben? Zu leben für diese Dunia? Zu freuen, das Bankkonto hat viel Geld drauf. Zu freuen, man hat Wohnungen, zig Wohnungen oder ganze Häuser. Soll das ein Leben sein? Soll das ein Leben sein, auf das sich zu freuen, statt den Schöpfer hinzugeben? Wer mit richtigem Iman möchte tauschen mit so einem? Er kriegt sein ganzes Vermögen, 10 Millionen, dafür gibt er seinen Iman. Wer möchte tauschen? Haben wir uns welche, die 10 Millionen wollen? Wollen sie tauschen, mir einen Iman geben gegen das Geld und dann dafür sinnlos zu leben, glücklich zu sein, die warmen Strände dieser Erde zu besuchen, dort ein paar Wochen, dort ein paar Wochen, dort ein paar Wochen, sinnlos auf dem Kreuzfahrtschiff zu fahren, 4 Wochen, das Wasser zu sehen. Das ist denn ihr Leben. Aber warum? Weil sie sehen das Paradies hier auf Erden. Sie denken, das muss alles hier sein. Man muss in den Urlaub fahren können. Man muss die schönen Naturländer sehen, die Allah geschaffen hat. Das ist für den ihr Sinn. Für uns nicht. Für uns ist dies vielleicht ein goldener Käfig. Und wir wollen aus diesem goldenen Käfig raus. Und diesen goldenen Käfig verlassen wir mit dem Ende unseres Lebens. Und dann kommen wir in das Richtige. Das richtige Leben, das Paradies. Da, wo uns Allah subhanahu alles gibt. Und für das, was er vorbereitet hat für uns. Wenn wir uns ihm hingeben. Wenn wir uns überwinden mit der Faulheit, die in uns drinnen steckt. Zu sagen, ich bete nicht. Obwohl man es weiß. Zu sagen, ich möchte Allah nicht gedenken. Obwohl man es weiß. Sind alles unsere Probleme, die wir haben. Jeder auf sich abgestimmt. Aber subhanallah lastet keine Seele auf, was sie nicht tragen kann. Wir können es also alle tragen. Wir müssen in uns hineinschauen. Und müssen schauen, was können wir machen. Wir haben ein paar Ansatzmöglichkeiten. Für die, die zuhören. Für die, die sich was draus machen. Sucht beständig, wie ihr könnt. Immer die Gemeinschaft der Muslime auf. Das ist der erste Schritt, um sich zu retten vor der verführerischen Dunya. Wenn ihr diesen Schritt gemacht habt, wenn ihr begriffen habt, man muss dorthin gehen, wo Muslime sich treffen, um Allahs Willen, dann hört zu, was dort erzählt wird. Versucht das umzusetzen. Und dann werdet ihr auf den richtigen Weg kommen. Und dann werdet ihr mit dem Leben was anfangen können. Aber solange ihr euch nicht hingibt, solange ihr nur ab und zu etwas mal besucht und meint, es reicht einmal die Woche, es reicht alle 14 Tage, dann werdet ihr sehen, was aus uns wird. Wir leben zusammen und wir hängen an uns zusammen selber. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Ummah, die Ummah von Mohammed s.a.w. Die schönste Ummah, die es gibt, die schönste Ummah, die es je gegeben hat, aber nur mit einer Ausnahme sind wir die schönste. Wenn wir das Rechte gebieten und das Schlechte verwehren. Und das machen wir in der Gemeinschaft. Dass wir uns immer wieder zusammenkommen. Dass wir es schauen, wann kann ich und wo gibt es diesen Treffpunkt, dass ich dorthin gehe. Geht in die oder die Moschee, geht in die Tarikat oder geht dorthin. Wichtig ist, ihr geht wohin, wo Muslime sich treffen. Und ihr werdet merken, wie ihr langsam aufblüht. Wie aus euch manchmal das wird. Wir hatten leider schon genug traurige Fälle, die zeitlang hergekommen sind, sich wirklich aufgebaut haben und aus irgendwelchen Gründen nicht mehr hergekommen sind und sind tief abgestürzt. Weil sie statt woanders hinzugehen, wie sie sonst nicht mehr kommen wollten, leider wieder den Weg gegangen sind, wo sie vorher waren. Und dann kann das so dazu führen. Deshalb müssen wir uns das vor den Augen schreiben. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die uns sehr angreift, die uns sehr unsere Moral kaputt macht. Wir brauchen uns gegenseitig. Es reicht nicht, dass ich sage, NS allein reicht mir. Sondern wir brauchen uns alle. Wir brauchen uns alle, dass wir gegenseitig voneinander profitieren. Jeder hat ein Stück, wovon der andere profitieren kann. Und so ergänzen wir uns. So bauen wir uns auf und so retten wir uns in dieser schlechten Zeit. Aber wenn wir uns woanders vergnügen, nicht unter Muslime, dann färbt das andere auf uns ab.
Und dann werden wir wie die. Wir haben Sehnsucht nach dieser Dunya. Und die Sehnsüchte kann man sehen. Und es werden jedes Jahr mehr, wo Muslime sich zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume in die Wohnung stellen. Am Anfang einfach so. Und später fange ich irgendwann mal ein Weihnachtslied mit zu singen. Und wer weiß, was sie dann mit Islam und Christentum vermischen. Und so geht's weiter. Der Trend geht immer mehr ins Verrücktsein hin. Wir können uns nur retten, wenn wir unseren Islam bewahren. Und den bewahren wir dort, wo wir Muslime antreffen, die uns daran erinnern. In Moscheen, in Vereinen, dort, wo Sohbet gemacht wird, dort, wo man wirklich über Allah redet. Es gibt vielleicht auch solche Vereinigungen oder vielleicht auch einige Moscheen, die rufen zum Treffpunkt. Aber leider, sie rufen nicht auf Allahs Weg zum Erklären, sondern nur den Zeitvertreib. Sinnlos ihre Zeit vertreiben und wird nicht an Allah erinnern. Solche soll man vielleicht nicht unbedingt besuchen. Aber überall dort, wo um Allahs Willen gesprochen wird, geht hin und rettet euch. Wer diese Orte meidet, er braucht sich nicht wundern, wenn er abfällt. Er braucht sich nicht wundern, wenn es ihm schwerfällt, den Islam zu praktizieren. Sucht die Schuld nicht bei Allah. Allah kann nichts dafür, wenn wir einfach dort nicht hingehen wollen, weil wir keine Zeit investieren wollen, weil wir nicht ruhig sitzen wollen, weil wir nicht zuhören wollen. Es ist nicht Allahs Schuld. Er hat uns die Körperteile gegeben, die Beine zum Stehen und die Knie zum Niederwerfen. Es liegt nicht an Allah, wenn wir faul sind. Es liegt nicht an Allah, wenn wir nicht beten wollen. Es liegt nicht an Allah, wenn wir nicht Sohbet kommen wollen. Es liegt ausschließlich an uns ganz alleine. Und dafür muss uns bewusst sein, dass wir das tun wollen. Und diese wunderbare Herrlichkeit, dass wir etwas tun, belohnt uns Allah mit dem Schönsten, was er geschaffen hat. Und das ist das Jannat. Wir haben hier Plage. Wir haben hier Anstrengung. Wir müssen etwas geben. Wir verzichten auf etwas. Aber keiner von denen, der wo das macht, macht es umsonst. Wir bekommen hier gewaltige Millionen. Das ist gewaltig. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir können das Jannat nicht beschreiben, weil wir nur vergleichbare Äußerungen haben von dieser Dunya. Doch würde Allah subhanahu wa ta'ala einen einzigen Gegenstand und wäre es nur ein kleines Blatt von Jannat auf diese Erde fallen lassen, wir würden alle verrückt werden. Alle verrückt nach dem Jannat. Aber Allah hat es so gewollt, dass wir unsere Vernunft, unseren Verstand benutzen und uns Allah hingeben. Dafür bekommen wir dann die Belohnung. Und sollte das Jannat nicht wert sein, uns anzustrengen, zu sagen, was will ich hier mit Günnach machen, Freundin haben, vielleicht noch Sina machen, für was? Allah subhanahu hat viel Schöneres. Wer sexbedürftig ist, der heiratet, dann ist es fertig, dann kann das Problem jeden Tag lösen, 20 Mal, wenn er will. Aber nicht auf Haram-Art. So Allah subhanahu wa ta'ala einfach macht uns das. Aber wer die Möglichkeit nicht hat und trotzdem notgeil ist, der hat nichts anderes, wie einfach ruhig zu bleiben. Fasten. Nimmt, lasst euch ablenken, geht mit Freunden rum, geht, besucht Moscheen, da kommt er auch nicht dazu, an die Ecke zum Sina zu machen. Da muss man abwechseln. Aber für die Kraft, die er gemacht hat, für das, was er sich hingegeben hat, nämlich das nicht zu machen, wird ihn Allah reichlich belohnen. Wir machen nichts umsonst. Jede kleine Anstrengung wird uns belohnt werden. Dass wir heute hier zusammen sitzen, dass wir diese eine Stunde zusammen waren, wir werden riesig dankbar sein. Und werden Allah danken, dass uns hat hierher geführt, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht woanders waren, wo uns vielleicht einer gerufen hat, wo unser Nefs wollte, nein, geh halt dorthin. Wir werden dankbar sein. Jetzt verstehen wir es nicht, weil jetzt sehen wir die Belohnung auch nicht. Und wir sehen auch das andere nicht. Die, die uns gerufen haben, die, wo in diesem Ort waren, wo sind sie? Vielleicht in Jahannam. Und dann werden wir es verstehen. Und dann werden wir froh sein, wenn wir diese sehen und die uns schreien, Ahmed Enes Huber. Tja, kommt nichts. Sie können schreien, was sie wollen. Sie werden schreien, kipp mir Wasser runter. Es kommt nichts. Stattdessen, obwohl es mein bester Freund war, werde ich dann vielleicht nur sagen, kam die Wahrheit nicht zu dir? Kam die Ermahnung nicht zu dir? Stellt euch das vor. Da ist einer mit mir dein halbes Leben verbracht. Mein bester Freund. Doch er stirbt vielleicht als Kafir. Das heißt, er kommt immer in Jahannam. Und dann sehe ich ihn, wie der Jahannam fliegt. Und er schreit nach mir, ruft Halit, Halit. Ich habe nicht mehr diese lieben Wörter, die ich auf diese Erde gehabt habe. Oh Allah, mein bester Freund. Mein halbes Leben vom Kindergarten habe ich schon gekannt. Nichts mehr wird sein. Nichts mehr. Ich weiß ihn von mir. Ich werde zu ihm sagen, habe ich dir nicht immer, habe ich dich nicht eingeladen in die Moschee, habe ich dir gesagt, komm, sag bitte. Warum bist du nicht gekommen? Seht ihr, nichts mehr von dem. Nichts mehr von all dem. Deshalb sollen wir uns nicht von diesem täuschen lassen. Wenn mich mein Freund ruft, komm, gehen wir zu dorthin. Aber jetzt ist doch Sohbet. Aber jetzt ist doch Gebet in der Moschee. Warum will ich das nicht vorziehen?
dann werde ich unter den Glücklichen sein, unter den Erfolgreichen. Und vielleicht gibt es einige von uns hier, die sich besonders anstrengen. Stellt euch vor, ihr seid Gäste in Rasulullahs Zelt, die schönste, höchste Stufe im Jannat. Und ihr seid Gäste in Mohammed Sallallahu sein Zelt. Ihr dürft dort rein. Der schönste Ort im Jannat ist das Zelt von Mohammed Sallallahu. Und dort sind jetzt Gäste vielleicht eingeladen, weil wir uns bemüht haben. Hat er gesagt, ich verzichte auf den Ruf von denen, der mich ruft, an, das statt auf alles weg. Weil ich in der Schule nicht mit den anderen zusammenstehe, die andere mobben, die andere schlagen, die andere ausnutzen. Weil ich nicht in der Arbeit bin mit denen, die nur giebend über den anderen reden. Weil ich mich von diesem fernhalte und mich von diesem trenne. Es sind wenige Schritte, die wir tun können, wofür uns später sehr erfolgreich sein. Aber dafür müssen wir dran denken. Müssen wir uns aufbauen. Und eine Art des Aufbauens ist so, wir kommen nicht drum herum. Nachdem wir eh sehr voll geworden sind, Bücher zu lesen, ist die leichteste Art, Wissen anzusammeln, Sohbet. Also sollten wir versuchen, uns den hinzugeben. Das ist gar nicht so schwer. Eine Stunde am Tag zu viel. Von 24 Stunden, die uns Allah gibt, ist eine Stunde zu viel. Was benutzen wir die ganze Zeit für unseren einen Tag? Wo ich mich 10 Minuten schon vor den Spiegel stelle und umkämme, Parfüm rumspritze. Das rechnen wir alles nicht. Aber eine Stunde für Allah ist zu viel. Ich muss lernen, ich muss mich vorbereiten für die Arbeit. Ich muss das. Wie lassen wir uns besiegen? Sollte uns das nicht wert sein? Statt zu sagen, mein Weg ist zu weit, ich muss 5 Minuten laufen, das schaffe ich nicht. Mein Weg ist zu weit. Meine Güte, wenn wir das alles sehen würden, die Laufarten von Altdorf bis hierher, die Laufarten von Feucht bis hierher, die Laufarten von Lauf bis hierher, sie Laufarten überall, wo sie sehen, dort komme ich. Dort ist um alles Willen eine Versammlung. Dort würden sie hinlaufen. Aber heute laufen sie nicht einmal die 3 Minuten von da oben hier runter. Nein, es ist ihnen zu viel geworden. Weil die Dunya sie ruft. Weil sie nicht aufgepasst haben im Leben. Weil sie nichts draus gemacht haben. Für die Dinge, die uns Allah ins Herz gelegt hat. Verliebt euch nicht in diese Dunya. Das ist nur Trug. Diese Dunya wird vergehen. Schon die Wissenschaftler jetzt, auch wenn sie sich zum Spinnen, aber sie haben schon errechnet, dass alles ein Ende haben wird. Sie selber bestätigen es, auf wissenschaftliche Art. Natürlich wird es anders kommen, wie sie sagen, aber allein schon der Grund, dass sie sagen, das wird ein Ende haben, müsste uns doch schon genug Bewusstsein geben, um zu sagen, wenn die das schon sagen, die wollen alle ablehnen, wie weit muss es denn stimmen, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Wie weit muss es denn richtig sein, wenn es Allah sagt? Wenn schon die Kafirs das zugeben und sagen, die Sonne wird irgendwann weg sein. Was sollen wir machen ohne die Sonne? Was will diese Erde machen ohne Sonne? Wir haben bittere Kälte. Von ein paar hundert Grad minus. Meint, wir haben da solche Häuser gebaut, wo wir uns drin verschanzen können? Von was wollen wir leben? Wo wollen wir Rohstoffe hernehmen? Wenn hier bittere Kälte herrscht. Wir haben gar keine Chance. Aber das Subhanallah macht sein Gehirn, nicht nach dem, wie die errechnen. Also was verlieben wir uns in diese Welt? Jederzeit. Und dann war ich draußen, neben diese Babygräber, es gibt natürlich noch andere Gräber, und ich habe 4 Jugendliche gesehen. 4 Jugendliche, die dort begraben sind. Südfriedhof, muslimische Gräberreihe. 4 Jugendliche, so von 16 aufwärts. Die wären vielleicht jetzt auch gerne unter uns. Und von 2 Stück war besonders traurig. 2 Mädchen waren dort, auch so Jugendliche. Sie haben sogar noch ein Foto an das Grab angemacht, ohne Bedeckung, so wie sie gelebt hat, mit ihren Ausstrahlungen, diese Welt gelebt hat. Ich fand es sehr traurig. Denn dadurch, dass ich das Foto sehe, zumindest nach dem äußerlichen Schein, kann ich mir vorstellen, wie sie gelebt hat. Und jetzt, wo ich weiß, wo ich gelernt habe, wie es im Grab abläuft, das arme Mädchen. Wenn es sich so bewahrheitet, wie man auf dem Bild sieht, dann kann man nur sagen, das arme Mädchen im Grab. Denn wir wissen, dass dort die Engel kommen zum Fragen. Und wir wissen, dass sie auch strafen. Und wir wissen besonders, vor allen Dingen auch bei Frauen, bei Mädchen jetzt, dass die Engel bei denen anders strafen wie bei den Männern. Dass die Engel kommen mit ihren Flügeln und die Frau, die bedeckt sein müsste und nicht bedeckt war, dass aufgrund dieser Stellen schon im Grab brennen werden, nach einer Überlieferung. Also diese Stellen von einer Frau, von einem Mädchen, die bedeckt sein müssten, das Kopftuch sozusagen bedecken müsste, und das nicht bedeckt haben, diese werden im Grab schon dort Merkmale von Strafen spüren. Es ist ja schade, dass man schon von vornherein weiß, wenn man das Foto sieht, meine Güte, den Islam scheint sie nicht gelebt zu haben. Es ist sehr traurig und diese Jungs wahrscheinlich da drin wird es nicht viel anders gegangen sein. Wir können uns retten. Es liegt alles in unserer Hand.
Wir brauchen nur unseren Willen klar machen. Diene Allah nach besten Kräften. Keiner verlangt, wir sollen sein wie der Prophet, wir sollen uns ihn als Vorbild nehmen. Keiner verlangt, du sollst Evliya werden. Keiner verlangt, du sollst Sheikh werden. Aber eins verlangt Allah von uns. Eigne dir Wissen an, damit du mir dienen kannst. Denn im Koran steht es drin, dass wir uns Wissen aneignen müssen. Das ist eine Aufforderung an jeden. Stelle doch Wissen fest, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Das ist ein Auftrag an uns, festzustellen, dass wir unseren Schöpfer dienen können. Nach uns möglich besten Kräften. Keiner muss den Islam so perfekt leben wie Enes. Aber man kann sich als Vorbild, man kann sich als Vorbild nehmen und dann versuchen, auch so perfekt den Islam zu leben. Aber was wir nicht sollen, und das wird gerne hergenommen, wenn man ihnen sagt, warum betest du nicht? Ja, aber der macht ja auch nichts. Messe ich mich an dem, der gar nichts macht. Wie mache ich es dann nachher? Wenn ich vor Allah subhanallah stehe und Allah mich fragt, zeige ich dann auch, nee, jetzt hast du den ins Channel geschickt, das war mein Freund, das schicke ich halt gleich mit, weil ich ja auch so geliebt wäre. Keiner wird so daherkommen und sagen, messt mich an dem, der schlechter war. Warum messen wir uns jetzt auf diese Dünya an Leute, die schlechter sind? Warum suchen wir nicht ein Beispiel und sagt, mashallah, er soll mich führen, er soll mich anspornen, ihm will ich nacheifern, weil ich sehe, er macht so viel Gutes. Das soll unser Weg sein. Aber Allah verlangt von uns nicht, dass ich den anderen kopieren soll. Sondern Vorbilder sollen wir uns nehmen. Mohammed sallam, die Gefährten. Oder dann einfach einen, der unter uns ist, wo ich sehe, mashallah, er geht Moschee, er geht Sohbet, ihn will ich mir als Freund holen. Aber gerade solche Freunde findet man als langweilig. Boah, dieser geht nur Moschee. Dieser ist Sohbet. Sowas ist unsere Freundschaft heute. Aber er ist vielleicht ein Freund von Allah. Und wir verstoßen diesen Freund von Allah. Wir suchen uns einen Freund von Shaitan, der ist Action. Der möbelt jetzt mal andere Leute auf. Wenn du bei ihm bist, kannst du dich sicher fühlen. Dich dort kann er anlangen, weil es vor ihm alle Angst haben. Aber es ist ein Shaitans Freund. Wer ist wohl besser zum Willen? Allahs Freund oder Shaitans Freund? Aber die Menschen neigen sich, betrügen zu lassen. Sie neigen sich dazu, immer wieder den Weg von Allah zu verlassen. Also kehren wir ein in unsere Brust. Schauen wir hinein in unser Herzen. Wie sieht's aus? Das kann jeder hineinschauen. Man muss den Kopf nicht reinstecken. Denn hineinschauen tue ich mit meinem inneres Auge. Mit meinem inneres Auge und schaue hinein in mein Herzen. Wie sieht es denn aus? Wie schwarz ist es? Gibt es noch ein kleines Licht? Lodert noch ein kleines Licht oder schon alles erloschen? Wir können in uns hineinschauen. Schaut hinein und prüft. Bevor die Zeit vorbei ist, bevor das Leben vorbei ist und wir nichts mehr machen können. Dann prüfen die Engel. Und die Engel haben Gewissheit. Und dann prüft Allah und Allah hat Gewissheit. Und dann kommt das Jahannam und auch das Jahannam hat Gewissheit. Opfern wir uns nicht denen und liefern uns diesen Dingen nicht aus.